Hey und herzlich willkommen zu einer kleinen Update, zu einem kleinen Update-Video über Pokémon Go. Ja, ich war gerade hier ein bisschen auf Bergwerk Labs am Spielen. Da kam hier auf dem Handy ein wunderbarer Tweet von Pokémon Go rein. Den werde ich euch jetzt mal direkt zeigen. Warte kurz, so. Hier, auf der offiziellen Twitter-Seite. Und zwar genau hier. Attention Trainers, our world is expanding. Over 80 more Pokémon. And new features are coming this week. Und dann natürlich der Link zu den ihrem Blog. Und das Video ist natürlich auch auf YouTube. Und beziehungsweise auch eingebunden auf ihrem Blog. Und ich dachte mir, wir gucken da jetzt mal ganz kurz in diese 40 Sekunden rein. Und dann gucken wir einfach mal, was wir da von den Vorwürfen gelegt bekommen. Search continues. Ah, wartet. Gucken wir gerade, was steht da unten. More information at pokemongolive.com. Und da sind wir jetzt auf dem genauen Post dazu. Und man hat es in dem Video jetzt schon an ein paar Stellen gesehen, da waren ein paar neue Features mit dabei. Wir gucken nochmal gerade ganz kurz drauf. Und zwar... New Pokémon have appeared. Wir wissen halt, es kommen jetzt neue Pokémon. Man hat ja auch jetzt auf dem einen Bild schon gesehen, kurz die Starter. Hier, Feuerriegel ist dabei. Was man hier auch besonders gut sehen kann, ist hier und da sind jetzt zwei neue Funktionen dazu gekommen. Und zwar einmal, es wird jetzt zwei neue Arten von Bären geben. Und zwar einmal die, wie heißen sie auf Englisch? Die Nana Berry und die Pineapple Berry. Und die Nana Berry, die wird das Pokémon halt ein bisschen langsamer machen, damit es eben halt leichter wird zu fangen. Und die Pineapple Berry wird die Bonbon-Anzahl, die du für das Fangen von den Pokémon bekommst, ein bisschen erhöhen. Oder verdoppelt steht da, glaube ich, sogar. Well, you receive, doubles the amount of candy you will receive. Wenn es klappt mit dem Fangen. Da steht's. So, und hier... Das sieht man jetzt, also man hat den Mauszeiger jetzt zum Glück an. Da sieht man den Pokéball. Und zwar auf der Schaltfläche ist es jetzt möglich, kurz zu switchen vom Pokéball zum Super und vom Super zum Hyperball. Und auf der anderen Seite eben halt mit den Bären dasselbe, dass du dann zwischen den Bären hin und her switchen kannst. So, aber das ist natürlich nicht alles. Und zwar, natürlich additional Pokémon, klar, noch mehr als 80 Pokémon, die jetzt dazukommen werden, aus hier Gold und Silber, also aus der Johto-Region. Und, das Ganze dann auch mit, hier, Geschlechtsvariationen. Wobei es da ja schon leichte Variationen gab bei Pikachu und Raichu, zum Beispiel in den Pokémon, die man jetzt schon fangen kann. Aber, das soll nicht alles sein, sondern bei den Evolutionen, also bei den Entwicklungen hat sich auch was getan. Und zwar wird es so sein, dass man für manche Pokémon, wie auch in den Spielen, halt spezielle Items braucht. Das heißt zum Beispiel bei Onix, wenn du es weiterentwickeln möchtest zu Stalos, brauchst du ja den Metallmantel. Und genau diese Items, die wird man an Pokestops finden, wenn man die dreht. Und du brauchst die Items, sonst kannst du manche Pokémon halt nicht entwickeln. Das finde ich ziemlich gut, dass sie das so halt mit reinbringen und das jetzt nicht bei diesem einfachen Sammelbonbons, dann kannst du entwickeln im System bleiben, sondern dass sie jetzt halt wirklich sagen, okay, wir machen das jetzt wie im Spiel mit diesen Items. Weil man hat ja im Code, die Dataminers, die haben das ja schon gesehen gehabt, da war der Kingstein, da war der Metallmantel, da war, was war das, der Sonnenstein, glaube ich, war dabei oder sowas. Auf jeden Fall ein Haufen Zeug, das jetzt dazukommt. Aber nicht nur für die Pokémon an sich, sondern auch hier für New Avatars and Expanded Wardrobe. Das bedeutet so viel wie, du kannst jetzt deinen Avatar, also deinen Charakter im Spiel, noch um einiges besser variieren. Von den anderen her. Zum Beispiel, man hat ja damals auch sowas wie Brillen in den Codes gefunden. Die werden jetzt anscheinend mit reinkommen. Man bekommt eine komplett neue Auswahl an Hüten, Shirts, Hosen und anderen Items halt. Und da freue ich mich besonders, weil ich als Brillenträger, oder gelegentlich Brillenträger, ich trage ja manchmal auch Kontaktlinsen,
würde dann meinem Charakter auch schon eine Brille geben, weil man kennt mich als am häufigsten mit Brille. Wenn's geht, wenn man Sonnenbrillen hat, würde ich eventuell auch Sonnenbrillen nehmen. Sieht man ja hier da unten an meiner Minecraft-Figur. Ich habe ja hier relativ gerne mal Sonnenbrillen und sowas. Alles super gut. Und dann kommen wir hierzu. New Encounter Gameplay. Also praktisch das generelle, oh, ich habe ein Pokémon entdeckt, Gameplay. Also wenn du praktisch auf ein Pokémon triffst und es fangen möchtest, hat sich ein bisschen verändert. Die werden jetzt in ein paar neuen Arten reagieren, wenn du versuchst, sie zu fangen. Das steht hier zumindest so. Man soll da nicht überrascht sein. Und dann steht da eben halt noch die Erwähnung von den Item-Karussells, die man da eben jetzt halt gesehen hat. So, ich bin mal gerade neugierig. Hier sieht man dann noch natürlich weitere Pokémon, die noch dazukommen. Hier auch in Divil und sowas und X-Bud. Ich bin gerade am gucken. Natürlich hier sieht man es auf dem Bildschirm, sieht man es natürlich auch nochmal. Die Kamera liegt jetzt oben. Zumindest im normalen Screen ohne AR, also ohne Augmented Reality. Ich glaube, im Screen mit Augmented Reality sitzt die Kamera immer noch unten. Wartet mal, wo haben wir denn hier? Hier haben wir. Da, ja, da sitzt die Kamera immer noch unten. Aber die Art zu fangen, die scheint jetzt ein bisschen verändert worden zu sein. Oder sieht das jetzt nur auf dem Standbild so ein bisschen so aus? Ich finde das generell ziemlich nice, dass sie ja jetzt halt ein bisschen dran gearbeitet hat. Gut, da freue ich mich drauf. Das will ich unbedingt haben. Da kommt der kleine Pokémon-Geek in mir raus. Ja, hier, im AR-Screen. Die Kamera immer noch unten. Ich weiß nicht, der Pokéball sieht da jetzt wieder besser aus. Also ich fand, so jetzt im normalen Spiel sieht der Pokéball so aus. Da sieht er besser aus, finde ich. Kann jetzt natürlich sein, dass das einfach daran liegt, dass das einfach Promotion-Bilder sind. Generell, finde ich, sehen die da ein bisschen besser noch aus. Aber gut. Man sieht jetzt leider nichts von den veränderten Avataren. Was sehr schade ist, aber da kann man sich ja überraschen lassen. Im Laufe der Woche kommt das Update. Ich werde das Video jetzt gleich noch direkt schneiden und raushauen. Das bedeutet, ihr kriegt das hier praktisch direkt wenige Stunden, nachdem es rauskam. Und ja, ich würde sagen, alle die Handys laden, die Powerbanks laden und dann machen wir die Welt wieder unsicher. Wir Pokémon-Trainer. Und mit diesen Worten wünsche ich euch dann viel Glück beim Fangen, falls ihr es denn versucht. Und dementsprechend würde ich auch sagen, dass eventuell demnächst sogar mal wieder ein Poké-Vlog kommen könnte oder ein Poké-Diary. Hatte ich ja mal geplant gehabt, dann ist der ganze Hype so ein bisschen abgeschwächt und ich habe mir gedacht, na, ich spiele zwar noch, aber ich nehme es jetzt nicht unbedingt auf. Aber das jetzt ändert vieles und ich könnte mir vorstellen, jetzt definitiv auch wieder häufiger dann ein bisschen aufzunehmen, wenn ich dann eben halt spiele. Und dementsprechend mit dem kleinen angedeuteten möglichen Comeback des Poké Diaries wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. That's all, folks. Everybody, that's all, folks.